Leute, ich bin gerade in Frankfurt im Hotelzimmer angekommen. Ich bin nämlich heute Abend auf einem Catrice-Event und Catrice hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich sogar eine Zuschauerin mitnehmen durfte und das habe ich auf Facebook ausgelost. Also falls ihr mir noch nicht auf Facebook folgt, macht das mal, denn dort mache ich schon mal gerne eine Verlosung. Und ja, die Larissa hat gewonnen und die steht da hinten. Hallo. Wir sind jetzt einfach gerade in unserem Hotelzimmer, beziehungsweise sie hat noch ein eigenes, sie ist gerade bei mir noch mit im Hotelzimmer. Da sind wir gerade reingekommen. Und ich kann es euch ja gerade mal zeigen, wie es hier so aussieht. Ich habe eigentlich einen recht großen Raum, sogar mit zwei Betten, keine Ahnung warum. Und Catrice war so lieb und hat mir sogar ein kleines Täschchen gegeben mit Sachen drin. Muss ich mir gleich mal anschauen, was das genau ist. Und was mich fast noch mehr freut, ist ein Cupcake. Den werde ich mir wahrscheinlich heute Nacht noch schmecken lassen. Und ja, jetzt machen wir uns eigentlich nur noch ein bisschen frisch und ziehen uns um. Und dann geht's heute Abend weiter dann auf die Party. Und, freust dich schon? Ja. Ja, das wird auf jeden Fall bestimmt richtig cool. Und das zeige ich euch dann natürlich auch. Morgen mache ich sogar noch ein Zuschauertreffen. Da bin ich auch schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, weil ich habe noch nie ein Zuschauertreffen gemacht. Und ich weiß überhaupt nicht, ob da jemand kommen wird oder sonstiges. Und ja, das werde ich euch alles zeigen. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir sitzen jetzt im Shuttle zu dem Event. Und hier sitzen schon ganz viele Leute, die ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich kenne. Ich glaube, es sind einige Blogger dabei. Und Blogger kenne ich jetzt, glaube ich, nicht so. Aber vor mir ist ein bekanntes Gesicht, und zwar die Niki. Hallo. Sie ist auch dabei. Und ja, jetzt geht's gleich zum Event und wir sind schon ganz aufgeregt. So, wir sind jetzt dort angekommen, wo das Event stattfindet. Und hier vor steht erstmal ein Catrice-Auto. Wie cool sieht das denn aus? Kann man das gewinnen? Meinst du, das kann man gewinnen? Genau das habe ich mich auch gefragt, ob man das Auto gewinnen kann. So, wir sind jetzt angekommen und endlich hier drin und sieht schon so cool aus. Und zwar ist hier zum Beispiel so eine Puppe, die wurde nur mit Catrice-Lidschatten gemacht. Wie cool sieht das denn aus? Ja, ich trinke jetzt noch so einen leckeren Cocktail oder so. Keine Ahnung, was das genau ist. Da ist meine liebe Larissa. Das Erste, was ich natürlich wieder auschecke, ist das Essen. Was auch sonst. Hier sieht es um einiges schöner aus. So, hier seht ihr nochmal die Catrice 2 Meter Theke von nahem. Wir sitzen jetzt hier an dem Tisch, denn wir bekommen jetzt nochmal so eine separate Vorstellung von den Produkten. Und die Gäste sind alle unten und die Gewinner von den Karten für die Party hier und so weiter. Ja, und wir sitzen jetzt hier und werden wahrscheinlich noch die Produkte näher erklärt bekommen. Und ja, hier liegt auch schon so ein bisschen was. Mit Pinzette, Nailart, Pfeile, Primer. Und hier ist auch wieder so ein Make-up-Ei-Gedöns. So, wir haben jetzt gerade die ganzen neuen Nagellacke bekommen und ich habe auch schon ein paar hier ausprobiert. Und diese Luxury-Lacke, die sind echt wunderschön. Die haben nämlich solche Glitzerpartikel da drin, aber wirklich so ganz feine, nicht so grobe. Und die sehen echt richtig schön aus. Ich mag allerdings Glitzernagellack generell nicht so sehr, weil ich immer keine Lust habe, den von den Fingern wieder zu entfernen. Und dann haben wir hier noch ohne Glitzer, beziehungsweise jetzt nicht halt diese Luxury-Lacke, sondern diese normalen.
Und da sind auch richtig schöne Farben bei, zum Beispiel dieses Pink. Das sieht auch richtig schön aus. Noch 5 Minuten. Ja, sieht geil aus. Und jetzt schauen wir mal. Hier drüben. Camera in Camera. Ja, genau. Und jetzt schauen wir, was noch so alles kommt. So, jetzt haben wir die Augenbox bekommen. Gerade hatten wir die beiden Nagelboxen. Jetzt ist die Augenbox dran. Und tada, hier sind Mascara drin. Und das ist voll cool. Jetzt gibt es auch diese bunten Mascaras. Die wollte ich schon immer mal ausprobieren. In lila, in hellblau, dunkelblau. Ganz viele Kajalstifte und so weiter. Richtig cool. Catrice hat jetzt auch neue Wimpern und besonders gut finde ich diese hier, weil ich mag halt eher solche natürlichen Wimpern und das sind halt so halbe und die sind wirklich sehr, sehr, sehr natürlich. Also wenn ihr euch noch nie so an falsche Wimpern getraut habt, dann holt euch die hier und die sind auch sehr viel angenehmer zu tragen, wenn man nur so halbe hat. Hier sind auch noch neue Lidschattenfarben und eine neue Lidschattenpalette gibt es auch. Richtig cool, bei Catrice gibt es jetzt auch ein Wimpern länger wachsen Serum Zeug, Lash Growth Overnight Serum. Das gibt es ja schon von ganz teuren Marken und so weiter. Das hier kostet, glaube ich, im Handel 5 Euro und das soll 18% eure Wimpern länger machen und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie eine Augenentzündung bekomme oder so, aber ich werde euch wissen lassen, wie das so ist. In 30 Tagen soll man angeblich den Effekt sehen und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich sowas schon immer mal ausprobieren wollte. Ich glaube, vielleicht das Gleiche, nur dass du es weißt. Ja, ja. Und es gibt auch jetzt solche komischen, das ist wie so ein Eyeliner, nur für die Augenbrauen. Habe ich gerade ausprobiert, da bin ich jetzt nicht so wirklich überzeugt von, glaube ich jedenfalls. Ich habe es gerade nochmal kurz versucht. Und es gibt so einen Fixing Brow Wachs. Wenn ihr solche störrischen Augenbrauenhaare habt, dann könnt ihr da dieses Wachs noch zum Schluss drauf machen. Dann bleiben die angeblich da, wo sie sein sollen. Und ja, hier gibt es viele coole Sachen, die ich gerne alle ausprobieren werde. Und ich werde natürlich auch verlosen, Leute. Keine Angst. Oh mein Gott, es gibt neue Long-Lasting Lippenstifte von Catrice und ich habe einfach alle Farben. Oh Gott, ich liebe ja Lippenstifte. Wenn ich mir irgendwas immer kaufen könnte, sind es Lippenstifte. Du bist doch sonst so offen. Die haben echt hier heftig viele Farben. Hier ist noch einer. Ich finde das cool, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. So schön sehen die aus, so hochwertig irgendwie. Ich habe gerade mal einen von diesen Lippenstiften ausprobiert, und zwar diese neue. Das ist die Farbe Ultimate Stay 070 Plum & Base und ich finde, das ist so eine geile Herbstfarbe. Da gibt es sogar den passenden Lipliner, und zwar ist das die Farbe 040 Love the Way You Plum. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Und besonders für den Herbst werde ich den wahrscheinlich total oft tragen und ich hoffe, es hat sich nicht an den Zähnen. Der lässt auch die Zähne richtig weiß aussehen. War krass. Es gibt auch ein neues Make-up und zwar das Velvet Finish Make-up. Und ich habe das gerade mal an meinem Handrücken geswatcht und es scheint ziemlich eine hohe Deckkraft zu haben. Und es soll SPF 30 haben, das finde ich auch ganz gut. Ja, werde ich mal ausprobieren und mal schauen, ob das auch ein schönes Tragegefühl hat und so weiter. Und es gibt den passenden Concealer dazu in 3 Farben und das Make-up gibt es anscheinend in 4 Farben. Jedenfalls haben wir 4 Farben bekommen. Und es gibt auch noch das passende Puder dafür. Das haben wir hier. Werde ich alles mal ausprobieren mit Hyaluron. Okay, ja, okay, von mir aus. Dann habe ich hier noch so ein Bronzing-Puder und noch so ein anderes Puder. Und hier sind mal wieder meine geliebten Anti-Shine-Paper, also diese Blotting-Paper, die mag ich ja immer total gerne. Ja, voll cool. Es gibt jetzt auch ganz neu so einen Überlack, der einen Ombre-Effekt erzielt. Zum Beispiel hier hast du... Also da hast du einfach nur einen orangenen Nagellack, ne? Ja, nur den Nagellack. Hier auch. Und hier eine Schicht, hier 2 Schichten und hier 3 Schichten. Aha, das sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ist auf jeden Fall eine lustige Idee. Voll cool, hier gibt es auch so einen Selfie-Automaten. Da habe ich gerade mit der Landesfahrt noch so Bilder gemacht. Und die sehen irgendwie cool aus. So, die Larissa habe ich jetzt gerade zu der Bahn gebracht, sag ich mal. Und wir waren heute Morgen einfach noch ein bisschen shoppen bzw. ein bisschen gucken. Und ich habe mir ein paar Basic-Teile bei Primark gekauft. Das sind wirklich nur so ein paar Tops gewesen, also was man immer mal so braucht, weil die mag ich total gerne vom Primark.
Und jetzt warte ich eigentlich auch schon auf Diana und Kathi, die müssen nämlich auch gleich ankommen. Und wir sind jetzt gerade Frankfurt-Zeil hier bei der Hauptwache. Und hier findet gleich um eins das Zuschauertreffen statt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeit zum Abhängen. Vorhin hat mich auch schon eine liebe Zuschauerin angesprochen. Ich glaube, sie hieß Nie. Also wenn du das siehst, ich grüße dich ganz herzlich. Und ja, jetzt werde ich einfach mal auf Kathi und Diana warten. Und dann geht es gleich auch schon los. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, wie viele kommen, ob überhaupt jemand kommt. Weil irgendwie haben auch schon wieder viele abgesagt. Und ja, mal sehen. Das machen Vloggen? Ja. So, ich habe jetzt die Kathi und Diana aufgegabelt und wir gehen jetzt zu unserem Treffpunkt, wo wir das Treffen machen möchten. Und ja, wir sind ja schon sehr gespannt. Wir haben jetzt 1:15, haben gesagt um 1, ob da jetzt schon jemand ist, keine Ahnung. Ja, und ich werde es euch zeigen, ob da überhaupt jemand ist. Wenn nicht, dann werde ich es nicht zeigen. So, wir sind jetzt bei unserem Zuschauertreffen und es sind echt ein paar Mails gekommen. Wir freuen uns total. Sag mal hallo. Voll süß. Und ich freue mich total, dass ihr alle hier seid. Voll süß. Die Katha, eine liebe Zuschauerin, die hat uns Bilder gemalt. Voll niedlich. Einmal mit die Fashion und einmal Domino Kathi und einmal You to go. Voll lieb. Dankeschön. So. Voll lieb, die Anushka und Vanessa haben uns Geschenke mitgebracht. Guck mal, wie cool. Bist du, oder was? Ja. Opfer. Und sogar noch mit einem Bild und so dabei. Voll niedlich. Und die Diana hat auch was bekommen. Zeig mal. Right, schon an, ein Heim. Ach, das war da drin, oder wie? Oh Gott, so niedlich. Vielen Dank nochmal an euch. So, das Zuschauertreffen. Ja. So, das Zuschauertreffen ist jetzt vorbei. Was denn? Ich nehme auf. Hallo, guten Tag. Und nochmal auf Kamera festzuhalten. Danke, dass ihr alle da wart. Ihr wart super süß und nett. Und danke für die Geschenke, die wir sogar gekriegt haben. Und ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Tag. Und ja, Dankeschön einfach. So, ich bin gerade auf dem Videodate zusammen mit der Christina. Das ist die Freundin von der Christina. Und ja, ich habe jetzt gleich eine Autogrammstunde. Gestern habe ich auch schon eine gehalten und das war richtig krass. Ich hätte nie gedacht, dass so viele auf mich zukommen da. Und auch generell werde ich hier sehr häufig gefragt, ob ich ein Autogramm geben darf und so. Also richtig krass. Ich werde aber ganz häufig auch mit Beauty Peachy verwechselt, habe ich schon bemerkt. Also das ist richtig witzig. Ja, ein bisschen komisch, aber gut. Beauty Peachy ist heute auch da, die würde ich echt gerne sehen. Aber leider sind die Schlangen einfach viel zu lang. Ja, und jetzt warte ich einfach nur noch gerade ab, bis da hinten sich die Menschenmasse leert, weil gerade ein sehr großer YouTuber, glaube ich, eine Autogrammstunde hält. Und danach muss ich mich dann, glaube ich, da hinsetzen. Und ich bin gespannt, ob da dann überhaupt jemand hinkommt. Oder wahrscheinlich nur, weil die denken, ich wäre Beauty Peachy. Yay! Ja. Okay, und ich nehme euch heute einfach noch ein bisschen mit. Später ist ja auch noch die Show, da freue ich mich auch schon total drauf. Und danach sogar auch noch eine Aftershow. Und ja, gestern habe ich leider überhaupt nicht gefilmt, aus dem ganzen Grund, weil ich einfach meine Kamera vergessen habe. Voll doof. Und na gut, ich zeige euch mal gerade, ich bin hier gerade im Henkelmännchen. Und hier ist eigentlich auch recht viel los, aber die lassen nicht so viele Leute immer rein, damit das hier nicht so überfüllt ist. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ja, da hinten ist gerade noch eine Autogrammstunde, zeige ich euch gleich mal näher und bis später. So, ich bin am Videoday, ich habe aber noch nicht so wirklich viel gefilmt, aber ich sehe gerade, dass ich hier in einem Fernseher laufe. Und das ist sogar hier eines meiner neuesten Videos. Das ist witzig, dass das da schon läuft. Ja. Okay. Okay, here we go, guys. I'm here in Germany, hanging out with all these lovely people at Video Day. Say hello! Now I got one more song left for you guys. This last song is another original song, and it's about trying new things and experiencing things for the first time. It is called Never Have I Ever. Out of it, oh, 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 o
first day I met you. You were so sweet, and meeting you was like a dream come true. You swept me off my feet, and now every day I'm blessed, and in my heart I feel. I kiss your lips 100 times, 1,000 reasons to stay right by your side. The way you make me feel, touch the sky, feel alive. The way you make me feel, I could walk a million miles. Now the fairy tale has started, happy endings I will share with you. The way you make me feel. My way, I blush.